Marathonlauf heute auf der Kieler Woche. Ein bunter Mix aus Schauspielern, Sängern und Sportlern. Mit dabei gleich mehrere Olympiasieger. Das Erlebnis Segeln, für die meisten etwas völlig Neues. Deshalb gibt's erstmal eine Einweisung in die Bootsklasse B1. Wenden, Halsen, Vorsegel setzen, ein Crashkurs für die zusammengewürfelten Crews. Dann gibt's Klamotten, wichtig bei den heutigen Bedingungen. Die Stimmung bei den Seglern? Ich bin sehr, sehr aufgeregt, aber ich habe keine. Ich glaube, sobald ich auf dem Boot bin, ich nochmal 20 Mal mehr aufgeregt. Also ich werde schon heftig, heute. Ich meine, der Spaß steht ganz klar im Vordergrund. Aber ich meine, das ist alles Sportler, wir wollen schon gewinnen. Also nur zum Mitfahren machen wir das jetzt nicht. Also wir werden da schon den Ehrgeiz da auspacken. Und ja, intern wurden gestern Abend schon auf der. Am Abendessen sowas, Leine, lockere Wetten abgeschlossen, wer die nächste Runde zahlen muss zum Beispiel. Ja, das ist schon eine geile Sache und ich habe da ein bisschen Vorerfahrung, aber wie in meinem Metier, Schauspiel, Theater, ist eine Ensemble-Sache, auch da kommt es auf dem Boot auf Teamwork an und wir haben, glaube ich, ein gutes Team mit der Novamaya Henrich und dem Kai Pflaume. Und ja, wir werden alles geben. Wir haben uns ja auch ein bisschen was vorgenommen. Ne? Also es gibt ja andere, die sind dabei, weil sie Spaß haben wollen. Also wir wollen gewinnen. Bei 5 bis 6 Windstärken geht's dann ab auf die Ostsee. Die rauen Bedingungen machen das Segeln für die Promis nicht unbedingt einfacher. Doch sie geben alles, legen sich an Bord voll ins Zeug. Moderator Kai Pflaume muss sogar direkte Bekanntschaft mit der Ostsee machen. Ja, bei uns ist ein Manöver nicht ganz so abgelaufen, wie es geplant war. Und wenn man einmal eine falsche Leine in der Hand hat, im falschen Moment, dann kann es nass werden. Und ich habe festgestellt, im Wasser ist es deutlich nasser als auf dem Wasser. Aber ich bin wieder zurück ins Boot gekommen. Also die goldene Regel, immer eine Hand am Boot, die habe ich beherzigt. In einem Rennen geht es dann um den Audi Sailing Cup. Zweimal von der Start zur Lufthonne und zurück. Den besten Wind erwischt DTM-Fahrer Timo Scheider in seinem Boot und gewinnt. Wir sind super happy, haben das nach und nach in den Griff bekommen und ich muss sagen, der Team Spirit war wichtig und gut. Anders funktioniert es auch nicht und dass die Abläufe sauber sind, dass es klare Kommandos gibt und das hat funktioniert. Nach gut einer Stunde auf dem Wasser steht fest, das Gefühl, hart am Wind zu segeln, hat bei allen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das war ein Riesending, super, super, gerade bei dem Wind, muss man sagen. Es war dann in Böen auch fast ein bisschen kritisch, muss man sagen, man ist ja fast nicht kennbar, aber... Ja, High Performance auf dem Wasser, würde ich sagen. Super Spitzenleistung. Die Schieflage dann das Boot und sowas. Und die Böen waren ja echt extrem heute. Hat hammer viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen haben wir wirklich live mitgemacht alles. Also wir konnten da echt richtig mit Hand anlegen, war richtig spaßig. Hier wirkt natürlich Naturgewalten. Ja, da ist richtig Zug hinter. Und so eine Wende, da muss man schon aufpassen, dass man nicht auf einmal hier so eine Segel mitkriegt auf dem Kopf. Gerade von Scooterer, die jetzt natürlich auch im Mannschaftssport sind, ist einfach segeln noch irgendwie was ganz anderes, also ganz neue Facetten. Man ist ja voneinander abhängig. Also der eine muss ziehen, der andere muss stabilisieren. Und das ist einfach, ja, ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung gewesen, wirklich.